Liebe Schwestern und Brüder hier in St. Hedwig, an anderen Orten, im Livestream, Fernsehen und Rundfunk. Entdecke, wer dich stärkt, so heißt das Motto der Diaspora-Aktion. Ja, entdecke, wer dich stärkt. Stärkende Kräfte, stärkende Menschen, ja, das bräuchten wir, gerade in der gesellschaftlichen und kirchlichen Situation, in der wir stehen. Die Kriege in Israel, in Palästina, in der Ukraine und an so vielen Orten Afrikas und der ganzen Welt und die Angst vor dem Flächenbrand. Die große Frage der Flüchtlinge und wie wir darauf reagieren und was wir tun können. Die Frage nach Extremismus, Rechtspopulismus, Antisemitismus. Die Fragen nach Armut und Reichtum unserer Gesellschaft, gerade für die alten Menschen, die kinderreichen Familien. Die Fragen schlicht und ergreifend nach der Umweltschutz, nach der Klimakatastrophe und der Frage, was wir eigentlich noch tun können. Überforderung, Überforderung. Überforderte Gesellschaft und überforderte Kirche. Welche Herausforderungen stellen sich für uns? Wie in einer säkularen Stadt wie hier in Berlin, wo die wenigsten Menschen getauft sind, den Glauben verkünden? Wir mit unseren Schwächen, mit unseren Skandalen, mit unseren innerkirchlichen Polarisierungen und Strukturfragen, wie sollen wir glaubwürdig das verkünden? Überfordern wir uns? Viele sagen in ihrem persönlichen Leben, wie viel Überforderung erlebe ich in meinem persönlichen Leben, in Familie, Beruf, meinen Verantwortungen, Überforderung. Wie kommt es dazu? Wie kommt es zu diesen Überforderungen? Ist das heute eine besonders schwierige Zeit, wenn ich mit Berlinerinnen und Berliner spreche, die den Zweiten Weltkrieg und die Zeit nach diesem Krieg erlebt haben und die Zeit der Spaltung dieser Stadt, die sagen sie, mein Gott, das sind doch nicht die schlimmsten Zeiten heute. Liegt es vielleicht daran, dass diese Gesellschaft so strukturiert und so komplex geworden ist und so unübersichtlich, dass wir gar nicht mehr verstehen, was da eigentlich geschieht, geschweige denn aktiv mitgestalten können, überfordert sind? Oder, liebe Schwestern und Brüder, ist es auch ein Grund, dass uns der vielleicht fehlt und in unserem Leben keinen Platz hat, den wir als die Stärke schlechthin bezeichnen, als den Gott der Stärke. Als Gott, der mit uns geht und stärkt, uns Kraft gibt, uns Mut gibt. Den guten Hirten, der mich begleitet, uns begleitet, auch in dunklen Phasen. Der Herr ist unser Hirt und muss ich auch wandern in finsterer Schlucht. Du bist bei mir. Ja, sehen wir ihn vielleicht gar nicht mehr? Entdecken wir ihn gar nicht mehr? Nehmen wir ihn gar nicht mehr wahr? Ist er für uns überhaupt keine Realität mehr? Ist das vielleicht auch einer der Gründe unserer Überforderung, wenn wir so sein wollen wie Gott und meinen, wir müssten alles und könnten alles tragen und lösen und machen? Gott zu entdecken, für den dieser Altar steht, den wir jetzt gerade geweiht haben, für diesen Altar, in den wir eingebunden sind, in Christus eingebunden und der gleichsam so die irdische Hälfte des Lebens ausmacht und mit der Kuppel eine Einheit bildet, Himmel und Erde verbunden. Ja, wie entdecken wir den, der Himmel und Erde verbindet und uns dann die Kraft gibt, aus dieser Gemeinschaft zu leben? Ihn sehen, ihn erfahren lernen. Vielleicht wäre das die Hauptaufgabe heute, einander zu stärken. Gott sehen, Gott erfahren zu lernen, das braucht viel Geduld, einen langen Atem. Da muss man durchhalten, Phasen, wo man ihn nicht sieht. Das braucht auch manchmal wirklich die Entscheidung, ich will Gott immer wieder neu in meinem Leben, in meinem Alltag sehen, erfahren. Das braucht die Hilfe der anderen auf diesem langen Weg. Der eine hat diesen Blickwinkel und der andere jene. Der eine diese Perspektive, der andere jene. Aber zusammen haben wir einen weiten Blick, auch auf Gott. Zusammen lernen wir ihn zu sehen. Ja, stärken wir uns auf diesem Weg, Gott zu sehen, zu entdecken, wahrzunehmen, die Kraftquelle des Lebens. Meine lieben Schwestern und Brüder, diesen Altar ist am Fest aller Heiligen eine Reliquie der heiligen Hedwig eingelassen worden, hier in der Hedwigskathedrale. Eine Frau, die die Menschen gelehrt hat und geholfen hat zu leben. Sie, die Frauen an ihrer Seite, man nahm ihren Hofstaat, die aus
einfachen Familien kam und die sie gebildet hat und die dann wieder in die Gesellschaft hineinging. Sie, die auch durchgehalten hat, als sie 5 ihrer 6 Kinder zu Grabe tragen musste, oft in jungen Jahren, und trotzdem an Gott nicht verzweifelt ist. Sie hat Menschen geholfen, Gott zu entdecken. Heute vor 80 Jahren starb in Hof in Bayern auf dem Weg ins Konzentrationslager Bernhard Lichtenberg, der Priester, Dompropst, selig gesprochen durch Johannes Paul II. Hier in Berlin. Wie vielen Menschen hat dieser Mann gestärkt? Hunderte von Briefen sind uns überlassen. Hunderte von Briefen, wo er Menschen in Not geholfen hat. Den Menschen geholfen hat, die von den Nazis verfolgt wurden. Die Juden, die Menschen mit Behinderung. Hier hat er gepredigt in dieser Kathedrale, hat das Wort erhoben. Draußen ist er Rosenkranzbeten für diese Menschen und den Linden lang gegangen. Er hat die Menschen gestärkt. Vielleicht lernen wir von ihnen, dass es gut ist, die Frage nicht nur zu stellen, wer stärkt dich, entdecke, wer dich stärkt, sondern die Hauptfrage ist, entdecke, wen du stärkst, wen ich stärke, wen wir stärken. Wen stärke ich? Wen stärken wir, auch als Kirche? Meine lieben Schwestern und Brüder, ich danke an dieser Stelle dem Bonifatiuswerk. 174 Jahre hat dieses Werk nun geholfen, Menschen zu glauben, gerade in der Diaspora, in der Vereinzelung, in so vielen Maßnahmen. Ich danke dem Werk und allen denen, die es auch heute tragen. Und ich bitte uns alle, dass wir immer mehr lernen, einander zu stärken, diese Welt zu stärken, die Menschen zu stärken. Vielleicht werden wir dann, indem wir andere stärken, erfahren, wie sehr wir selbst dadurch gestärkt werden. Gott stärkt den, der den anderen und die andere stärkt. Entdecke, wer dich stärkt. Entdecke, wen du stärkst.